ich nur scheiße fand, dass er halt in seinen Titel Burak Abi geschrieben hat. So, ich dachte mir so, okay, wir haben uns wieder gut verstanden, aber what the fuck? Ich meine, warum schreibst du sowas? Mein Gott, ja, die sind so alle neidisch, machen so eine Auge, Girl. Und wenn ich schon auf den stehen würde, dann glaubt mir, Leute, der Junge hätte mir tausendmal mehr Aufmerksamkeit gegeben, als er euch überhaupt geben würde. Ich meine, wir zusammen generieren viel Klicks und haben Fame. Checkt, was ich meine? Und wenn ich auf den stehen würde, ja, dann ist das so. Ich stehe dazu. Da, wo Denison mir diese Tasche geschenkt hat, und alle haben so Auge drauf gemacht. Ich war, oh, Denison, oh, Denison, Digga, what the fuck, dann kauft ihr auch eine Nike-Tasche. Wallah. Ja, meine Freunde. Ja, meine Freunde, was geil, willkommen zu einem neuen Video. Heute, Freunde. Heute, meine Freunde, habe ich unseren Bruder Queen Rama dabei. Auf jeden Fall, Freunde, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, aber bin halt ein bisschen aufgeregt, ein bisschen gestresst, depressiv mit den ganzen Prüfungen und so. Ja. Also, wie sehen deine Prüfungen so aus? Sind die Prüfungen noch in Ordnung? Das will ich jetzt nicht sagen, ich sage sie privat. Okay, auf jeden Fall, ne? Ja, wie fandest du das Video mit Kanye? Also, wie wurde das getreten? War es in Ordnung für dich, oder? Also. Ja, war schon eine nette Unterhaltung. Der Typ ist schon lustig, sage ich ehrlich, aber das mit dieser gerade Kurve, das hatte ich einfach nicht gecheckt, weißt du, Schmeine? Ich habe ja gar nicht mal anfangen darauf so geachtet, so mit dieser Kurve und so. Ich habe einfach nur diese, eigentlich habe ich nicht mal auf Kurve geachtet. Ich habe nur auf diese gerade Strecke und so. Darauf habe ich mich fokussiert und so. Wallah, ich schwöre, ich habe diese Kurve gar nicht mal gehört. Weißt du, was ich meine? Dachte mir so, hä, was für Kurve, so weißt du, ich meine, ich dachte so einfach gerade Strecke und so. Nee, aber zumindest habe ich diesen, das Artikel habe ich zumindest, habe ich richtig gesagt. Weil ich meine, dass es halt keine gibt und so. Auf jeden Fall, was ich nur scheiße fand, dass er halt in seinen Titel Burak Abi geschrieben hat. So, ich dachte mir so, okay, wir haben uns wieder gut verstanden, aber what the fuck? Ich meine, warum schreibst du sowas? Ne, das ist ja das, was ich im Video gesagt habe. Wenn ihr mich schon Abi nennt, dann, ich meine, benehmt euch anschließend auch so, weißt du, was ich meine? Und. Aber das mit Name Burak, ich meine, mir gehört dieser Name nicht mal. Leute, warum nennt ihr mich so? Das fuckt mich bis heute sogar noch ab. So, ich check das wirklich nicht. Aber ja. Es gab auch ein paar Kommentare, wie zum Beispiel, ja, man merkt, dass, ich sag, was da drin stand, dass Burak sich in Khan verliebt hat. Hast du es auch gelesen? Oh mein Gott, ja, die sind so alle neidisch, machen so eine Auge, Girl. Und wenn ich schon auf denen stehen würde, dann glaubt mir, Leute. Der Junge hätte mir tausendmal mehr Aufmerksamkeit gegeben, als er euch überhaupt geben würde. Ich meine, wir zusammen generieren viel Klicks und haben Fame. Checkt, was ich meine? Und wenn ich auf den stehen würde, ja, dann ist das so. Ich stehe dazu. Ich meine, ich habe jetzt keine OnlyFans-Seite oder so, aber ich meine, ich präsentiere mich ja auch so offen und zeige mich auch gerne. Ich sage echt, ich bin offen. Ich bin offen für alles. Sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Und ich meine, ich schäme mich davon. Wenn ich auf ihn stehen würde, dann ist es so. Wofür soll ich mich schämen? Ich bin allein bisexuell. Ich stehe auf beide Geschlechter. Aber warte mal, du hast mit OnlyFans Die sind gemacht. alle nur neidisch, machen nur einen Augen. Machen alle nur Augen. Das ist genau der Fall, wie. Da, wo Denison mir diese Tasche geschenkt hat. Und alle haben so Auge drauf gemacht. Ich war, oh, Denison, oh, Denison, Digga, what the fuck, dann kauft ihr auch eine Nike-Tasche. Wallah. Die fucken mich damit ab. Die machen voll Auge darauf. Ich schwöre. Die sind voll neidisch, nur weil die nichts abgekriegt haben. Krass, ja. Nee, du hast irgendwas mit OnlyFans gesagt. Was OnlyFans? Nein, also ich meine, ich habe auf Insta so diese Tittenbild und so ein bisschen so Ding gemacht, so mit Emojis, aber Ding, ich habe nicht alles gepostet, nein. Also ich meine, ich zeige mich schon so offen so. Ich sage ja, ich bin offen. Ich bin offen Aber für ich alles. hab auch ein. Guck mal, Denison hat gestern auf ein Reaktionsvideo ein Bild von dir gezeigt. Ich zeig dir mal. Der hat gemeint, warum du solche Bilder machst oder irgend sowas war. Ich zeig dir mal kurz. Der meinte, warum du solche Bilder postest. Der hat gemeint, das bist du doch gar nicht. Warte. Warte, wo ist das Bild? Warte, ist es das Bild, was ich meine? Ach so, das, ah, okay. Das wurden bearbeitet. Also das sind von meinen Fans aus bearbeitet worden. Ja, ich Und meine. die haben es dann privat geschickt und ich habe es dann dementsprechend halt gepostet. Ach so, hast du mal vorgehabt, mit OnlyFans anzufangen, oder wie? Was denn? YouTube? OnlyFans. Du hast irgendwas. Ich kenne mich mit Ach OnlyFans. so, nein, ich meine, ich habe ja keine, aber ich bin halt offen für alles. Ich präsentiere mich halt offen. So, weißt du, ich meine, ich bin Würdest du dich auch hier. so lange.
Willst du dich dort anmelden oder sagst du, nee, ist gar nicht mein Fall? Also, ich meine, ja, was heißt anmelden? Ich meine, ich bin ja schon so eine Person, ich mach schon so diese mit Intim und so dies, das, aber ich meine, ich sage jetzt nicht so gerne, oh, ich habe mit einem Jungen gemacht oder ich habe mit einem Mädchen gemacht. Das sage ich natürlich nicht, aber ob ich es gerne tue, das stimmt. Nur so extra, also so eine Seite zu haben, also beziehungsweise so einen Account zu haben, das muss nicht sein. Das muss echt nicht sein, nein. Stark. Das ist so blamierend. Also das ist so Blamage für mich. Das mache ich, mag ich nicht so gerne. Aber so allgemein, wenn es um Haarlook geht, wenn es um so ein bisschen Freizügigkeit geht, so ein bisschen so etwas zeigen, das liebe ich halt, das mag ich Und schon. das wollte ich auch sagen. Ich hab letztens eine Instagram-Story gesehen, das hast du auch eben schon erwähnt. Du hast deinen Oberkörper gezeigt und du hast so gehalten, als würdest du wie Frauen Titten haben. Das habe ich auch nicht Ich verstanden. Warum hast du das weiß. gemacht? Ja, wenn ich manchmal horny bin, dann mag ich es halt gerne. Ja, ist so. Also eigentlich sage ich mal so, das war eigentlich nur deswegen, weil ich hatte ja, wie sagt man, das war Kaltwachsstreifen hatte ich. Das hat ja auch auf Insta gepostet. Und ja, dann habe ich halt auch, also ich habe ja ein bisschen so Brusthaare und so, die ich entfernen wollte. Und ja, das war das halt. Und das war ich halt, eigentlich wollte ich nur das zeigen, aber dabei habe ich mir so gedacht, ach komm, mach das jetzt mal auch mal. Und, ja. Gut, aber du hast, wo wir früher, also vor 2, 3 Wochen Videos gedreht haben, gegen Khan von dir aus, weißt du, warst du ja schon ein bisschen so abgefuckt auf ihn, weißt du, was ich meine? Und wie findest du es jetzt? Sagst du, okay, die Sache ist mit Khan, ja, wir ist geklärt, ich bin jetzt gut mit ihm, oder was sagst du jetzt? Also, was ist jetzt dein Fazit darüber? Die Sache ist, ich habe ja nichts gegen den, also immer noch nicht. Also, ob ich ihn korrekt finde, kann ich jetzt auch nicht so sagen, aber ich weiß es nicht. Also, Binium, ich weiß es wirklich nicht. Also, der ist schon so sympathisch, aber geht. So mehr kann ich auch nicht sagen. Also, der ist schon lustig, ja, der ist schon wirklich lustig. Aber ob ich so, ich kann jetzt nicht viel sagen, weil wenn er diesen Titel mit Burak Abi nicht geschrieben hätte, dann hätte ich ja auch gesagt, ja, okay, der ist übelst korrekt, so hätte ich gesagt. Aber selbst das hat er ja nicht gemacht. Und ich finde es sehr, sehr krass, dass er immer noch am Lügen ist. Ich meine, der sagt ja so, ja, sorry, wusste ich nicht, mit Burak oder Queen Drama und so. Digga, ich habe es in jedem Video gesagt. Er hat sich das in jedem Video drauf reagiert. Und der sagt so, ich reagiere nicht auf jeden Video. Hä? Digga, ich dachte mir so, hä, wohin mit dem? Weißt du, ich meinte, will er mich vor allem verarschen oder macht er immer noch so Idiotentests, was weiß ich? So, ich war sprachlos, weiß ich nicht, aber das. Und was sagst du? Der hat doch damals dir ein Angebot gemacht gehabt. Der hat gemeint, komm zu mir, ich werde dir Deutsch beibringen. Guck mal, der hat das damals. Mann, dieser Sache haben wir schon geklärt. Also, ich sage es ganz ehrlich, es ist toxisch, wenn man so etwas, das ist pure Mobbing. Das ist pure Mobbing. In meinen Augen ist es pure Mobbing, weil warum sollte ich mir so einen Weg machen bis zu seinem Studio und extra wegen Deutschkurs? Hä? Ich meine, ich kann Deutsch. Ich habe nur Grammatikfehler. Also. Ich fand es halt nur respektlos von dir eigentlich, weil du ja immer mit gelacht hast, wo er auch so. Weißt du nicht, also sich ein bisschen lächerlich dargestellt hat, hast du sogar noch mitgelacht und ich denke mir Aber so, da dachte ich mir schon so. du musst überlegen, was er gemacht hat, fand ich nicht mal, Walla, ich fand es nicht mal schlimm. Es war lustig gewesen, also ganz Unterhaltung war sehr lustig gewesen, weißt du, was ich meine? Guck mal, er hat es hochgeladen, ich habe Ja, mir hochgeladen. kam Es war das wirklich so sehr ein lustig bisschen. gewesen, so, okay. Wenn er nicht gemobbt hätte, weißt du, ich hätte gesagt, ja, guck mal, es war wirklich ein bisschen Mobbing, aber er hat wirklich gar nicht gemobbt. Es war alles wirklich, du hast selber mitgelacht, weißt du, hättest du gesagt, ey, hört mal auf damit Ich so. habe nur gelacht, weil du gelacht hast, aber ansonsten habe ich eigentlich nicht gelacht. Also mir kam nicht mal so ein Lächeln ins Gesicht, weißt du? Ich meine, ich habe nur gelacht, weil du gelacht hast. Aber ansonsten dachte ich mir so, Digga, also ich meine, wann wird er denn endlich ernst bleiben? Weißt du, ich meine, das habe ich mir gedacht. Also fandest du, er war die ganze Zeit nicht ernst gewesen, oder wie? Ja, nee, also ich fand es unterhaltsam, ich fand es auch gut. Also mit dem, das, also wie sagt man das? Also dass ich mich halt mit dem vertragen habe, das fand ich gut, aber Ja. ja. Das höre ich jetzt vertragen, aber fand ich auch sehr stark irgendwie. Fand ich auch sehr stark. Und jetzt wollte ich mal zu zweiten Thema kommen, was ich eigentlich für dieses Video gedacht habe. Und zwar, du hast gemeint, falsch kaufen mit Naim Sky. Und Naim Sky hat doch kommentiert gehabt, so drum und dran, irgendwas mit. Ja, was du sagst, war falsch gewesen. Du standest 5 Stunden vor denen und Das kann nicht falsch sein, weil ich sag ganz ehrlich, hinter den Kulissen weiß er ganz genau, was geschah und er weiß ganz genau, was er mir gesagt hat. Und jetzt versucht er wirklich, sich gut darzustellen und mich bloßzustellen. Checkst du, was ich meine? Guck mal, der ist sogar jünger als ich, weißt du, ich bin sogar älter als der. So, und so.
ekelhaft. Ich meine, okay, der hat Reichweite, das und das. Aber warum eine Person, der Reichweite hat, so viele Millionen Menschen, die ihm an, die sich Zeit nehmen, seine Videos anzuschauen. Warum kann man nicht ehrlich werden, um zu sagen, Tamam, ich habe Queen Drama bloßgestellt. Warum sagt er das nicht? Nein, er sagt es nicht. Warum? Weil er nicht, weil er keinen Bock hat, anscheinend Hate zu kriegen oder so. Aber Weil er warte, Angst hat, Hate zu kriegen. Drama, eine Sache habe ich noch. Und zwar, du hast auch mit dem anderen YouTuber, dieser Actube, hast du ja auch ein Video gegen ihn gedreht. Das war zum Beispiel, also, wenn ich 9-3 werde, ich hätte das sperren lassen, weil du hast gesagt, ja, wenn ich dich draußen sehe, ich komme direkt zu dir, ich rede mit Ja, dir. nein, ja, ganz genau, weil er meine Mutter beleidigt hat. Ich fand es richtig respektlos. Die Sache ist, ich werde so, wie sagt man das? Ich krieg Sekunden-Hate, ja, ich sag mal so. Und es gab mal so einen Fall mit einem Person, also der war dunkelhäutig und so, aber anfangs wusste ich nicht, dass er dunkelhäutig war. Ich dachte mir, ich wusste mir nichts dabei, weißt du, ich meine? Oder dachte mir nichts dabei, pardon. Und wir haben das halt so ein bisschen diskutiert und so, und danach hat er mich bloßgestellt mit diesen ganzen Screenshots. Und seitdem haben immer Leute gedacht, ich bin rassistisch. Und dadurch, weil er auch mitgekriegt hat, so ein bisschen so nebenbei so Sachen, was alles halt passiert, also geschah oder kein Plan, obwohl ich sogar zu ihm gesagt habe, ich meine, der sagt so, okay, ich bin Deutscher und so, weißt du, ich meine. Und ich wusste halt nicht mal, dass er dunkelhäutig war, weißt du. Und deswegen habe ich gesagt, also der hat halt zu mir gesagt, zum Beispiel, Und wo, ich bin warte mal, dunkelhäutig und du so. siehst nicht, dass er dunkel ist, das sieht man doch, oder? Nein, das war vom Profil her ganz anders. Ich wusste es nicht.